Ich bin auf das Programm Sync Backup Free in Version 8 hingewiesen worden, als kostenloses Backup-Programm, das ich mir anschauen soll. Und das Programm ist ziemlich umfangreich, man kann ziemlich viel einstellen, aber ich halte das Video kurz, denn in der Free-Version ist es auf jeden Fall kein Programm, das ich eigentlich Backup nennen dürfte. Denn ich mache mal hier einen Rechtsklick, ich habe hier drei Versionen von diesem Dokument gebackupt und ich kann die Versionierung in der kostenlosen Version nicht nutzen. Das sieht man einmal hier, weil das ausgegraut ist. Und wenn ich das hier abbreche und gehe mal in mein Profil rein, unter Modify, kann man unter Copy Delete die Versionierung einstellen und hier sieht man schon das Logo, dass das nur in der Pro-Version möglich ist. Also von daher ist die kostenlose Version zumindest keine Option für mich und ich finde auch das Nutzerinterface nicht so intuitiv. Also kommt das Versionierung eigentlich so die wichtigste Option von einem Backup, hier unter Copy Delete versteckt ist? Ich weiß nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die einfache Ansicht gehe, also Easy wähle und nicht Expert, dann sehe ich das gleich gar nicht. Und das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Also ich muss hier immer erst auf Expert gehen, Copy Delete und dann Versionierung. Also da musste ich auch erstmal suchen und das ist ja wohl eine der wichtigsten Einstellungen, die man in einem Backup-Programm hat. Von daher, ich gehe den Leitfaden jetzt hier gar nicht durch, weil meine Bewertungskriterien, das Programm ist durchgefallen, zumindest in der kostenlosen Version.